Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge hier auf Ingos Rotlichtkanal. Wir nehmen heute am Pfingstmontag auf. Das heißt, der Kameramann hat nicht mal einen freien Tag, sondern wie man sieht, nehme ich deine Worte sehr ernst und arbeite auch an den Feiertagen. Aber ich denke, wir haben heute eine coole Folge vorbereitet. Und zwar, der Titel ist 11 Jahre danach. Gut, ja. Du hast ja vor 11 Jahren bei SRF Doc, gab es einen ganzen Film über dich. Ja. Und wir dachten uns, schauen wir uns mal, was 11 Jahre danach sich verändert hat, was ist noch gleich. Mhm. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wir blenden für euch hier natürlich wieder die Videos direkt ein, damit ihr auch seht, um was es geht. Ist übrigens eine wirklich spannende Folge, also kann ich euch nur empfehlen. Wir werden dann auch anschließend den Link zum SRF-Doc in den Kommentaren posten. Ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Ja, super. Damals sagte er einer jungen Frau, die für ihn schwärmte, er wolle nur Frauen, die für ihn anschafften. Ein paar Wochen später kam sie mit einem Bündel Banknoten wieder. Sie wurden ein Paar. Das ist für mich eigentlich die Definition eines Zuhälters, Ingo. Warst du damals in dem Sinne ein Zuhälter? Nein, das war nicht so gemeint. Ich hatte damals schon eine Freundin, die hatte als Prostituierte zu dieser Zeit gearbeitet. Und ich dachte, wenn ich dieser Frau sowas sage, dann nimmt sie sofort Abstand von mir und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, aber es war dann halt nicht so. Ja, so war's. Also vielleicht noch ganz kurz für euch, liebe Zuschauer. Ingo hat, natürlich kennst du den Film logischerweise, aber er weiß nicht, welche Clips wir rausgesucht haben. Er weiß auch nicht die Fragen, die wir ihm stellen werden. Darum, genau. Auf diese Frage war ich sehr gespannt. Finde ich noch speziell, dass so etwas passiert. Würde es heute auch so passieren oder hat es auch mit der damaligen Zeit zu tun? Mit der damaligen Zeit? Nein, heute würde es nicht mehr so passieren, weil mir eine Frau in dem Alter, wo normalerweise Prostituierte arbeiten, würde mir sicher keine Avancen mehr machen, altersbedingt schon. Aber altersbedingt ist ein guter Punkt. Wenn ich mir die Bilder anschaue, ich meine, klar, die Haare sind länger geworden, aber ich finde es eindrücklich, dass man, also du siehst nicht 11 Jahre älter aus. Wie findest du denn, dass ich aussehe? Also ich finde es, ganz ehrlich, jetzt vielleicht nicht bei diesem Clip, wir werden zwei anderen Clips sehen. Also viele Falten mehr hast du nicht bekommen, was mich ein bisschen erstaunt bei deinem Lebensstil, weil du bist ja doch sehr viel in den Clubs, hast, wie ich gehört habe, auch ein bisschen unregelmäßig, also du schläfst unregelmäßig. Ja. Also finde ich schon noch, hast du irgendwie ein Beauty-Geheimnis für die Zuschauer? Ich sehe das völlig anders als du. Ich finde das Altern jetzt von diesem Alter, wie alt war ich da ungefähr, also 47, bis jetzt finde ich immens, der Alterungsprozess. Also wenn du das von außen anders siehst, schön für mich, aber ich bei mir sehe es ganz anders. Also ich, das war jetzt nicht so gemeint, dass ich dir schmeicheln will, aber ich finde wirklich... Nein, das glaube ich. Ich meine, es gibt eine Außenwahrnehmung und eine Selbstwahrnehmung und ich sehe das völlig anders als du. Also ich kann dir jetzt da kein Rezept vorschlagen, weil ich völlig anderer Meinung bin. Aber du achtest auf deine Gesundheit? Also Sport, wir werden es nachher noch sehen. Also ich trinke eigentlich wenig, Drogen keine, Sport mindestens 6 Monate pro Jahr sehr viel. Mein einziges Laster ist eigentlich das Nikotin. Das hat sich schon im Video durchgezogen. Also ich wollte eigentlich aus Spaßeshalber mal durchzählen, wie viele Zigaretten du damals geraucht hast. Ja, viele. Ich glaube, es gibt wenige Aufnahmen von dir ohne eine Zigarette in der Hand, von dem her. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Clip. Unsere Absicht war, seine Villa wenigstens von außen zu filmen. Doch kurzfristig hatte er den Termin um eine Stunde vorverlegt. Es war noch stockdunkel, als wir ihn in Schindellegi trafen. Ich bin mir fast sicher, dass er das absichtlich gemacht hatte. Das hast du 100% absichtlich gemacht, oder? Nein, ich glaube, das war keine Absicht. Wir hatten ja da Teamsitzung ganz früh am Morgen. Und es kann sein, dass das der letzte Mittwoch im Monat war und dann fängt die Sitzung früher an. Darum musste ich ihn bitten, früher zu kommen. Ich glaube, das war der Grund. Auch hier auf dem YouTube-Kanal, privat, durften wir dich noch nie besuchen. Er war auch nicht im Haus. Dürfen wir irgendwann mal eine Sendung machen mit dir privat zu Hause? Vor dem Haus, meinetwegen, oder im Garten. Nein, drin nicht eigentlich. Ist das ein bisschen deine Privatsphäre, wo du auch sagst, okay, hier,
ihr hört die öffentliche Person Ingo Hauf und... Nein, das ist eigentlich nicht der Grund. Der Grund ist, wir haben doch mal am Anfang von den YouTube-Folgen haben wir mal gezeigt, da diese Reise mit dem Flugzeug und so weiter oder die Autos. Und das ist ja dann ziemlich schlecht angekommen. Und darum möchte ich nicht, dass die Leute dann sehen, wie wohnt er, und dann sagt er, jetzt muss er uns das auch noch vorführen. Das ist der Grund. Gut, ich kann den Grund verstehen. Ich finde ihn schade, weil persönlich war ich auch noch nie bei dir zu Hause. Ja, du kannst schon kommen. Und dann kannst du sogar ohne Maske kommen. Ja, das stimmt. Das also, liebe Zuschauer, ihr habt es gehört. Ich habe jetzt offiziell eine Einladung bekommen. Von dem her bin ich wirklich sehr gespannt. Wie hast du eigentlich den ganzen Dreh wahrgenommen? Also persönlich jetzt, wie ich den ganzen Clip wahrgenommen habe vom Reporter, ich hatte das Gefühl, er ist halt, ich glaube, der Clip geht 23 Minuten, er hat sich 23 Minuten unwohl gefühlt. So kam es für mich ein bisschen rüber. Er hat auch nicht wirklich, es gab so zwei, drei Situationen, wo er versucht hat, mit den Damen ein bisschen heiklere Fragen zu stellen, aber ansonsten war er ziemlich zahm. Er war ziemlich was? Zahm. Also zahm, ja, das ist so. Also das muss man ganz klar sehen. Die Medien verarbeiten das Thema heutzutage ganz anders als noch vor 11 Jahren. Das war mir auch nicht bewusst, bis zu dem Interview in der Sonntagszeitung. Ja. Und dann auch die ganzen Kommentare und so. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall. Also ich glaube schon, dass sich da etwas geändert hat. Also ich finde es noch interessant, weil ich wollte mal nachschauen, wie die Resonanz denn auf diesem Video war. Ja. Leider hat SRF die Kommentarfunktion deaktiviert. Mhm. Das heißt, wir können nicht schauen, weil als 20 Minuten über dich berichtet hat vor einigen Wochen, Monaten, waren die Kommentare, ja, würde ich jetzt schätzungsweise sagen, 70-80% extrem negativ. Also ich habe die in der Sonntagszeitung noch negativer gefunden. Die im 20 Minuten, die gingen eigentlich noch von der Prozentzahl her. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man die ganze Resonanz anschaut, dann war es eigentlich eine negative Resonanz. Das würde ich auch sagen, ja. Hat es damit zu tun, weil wir uns als Gesellschaft halt einfach in den letzten 11 Jahren extrem weiterentwickelt haben, beziehungsweise mehr Gleichberechtigung, die ganzen Aktionen, die auch stattfanden? Oder ist es halt einfach Neid? Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es wirklich schade, ich hätte zu gerne gesehen, was die Leute vor 11 Jahren hier kommentiert haben. Es war sicher besser, auch zum Beispiel, wir hatten ja auch Beiträge im Blick und so, im 10 vor 10, vor 20 Jahren, das war noch ganz anders. Gut, dann schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Also hier auf YouTube muss man sagen, sind die Kommentare gut? Ja, von 10, also wir haben bis heute nicht einen einzigen Kommentar gelöscht. Mhm. Wollen wir auch nicht, es hat kritische Fragen dabei. Da versuchen wir auch eine konstruktive Antwort zu geben. Aber relativ wenig, finde ich. Also erstaunlich wenig. Die Frage ist jetzt halt einfach, schauen mehr Zuschauer zu, welche näher beim Rotlicht sind? Auf jeden Fall, ja. Das ist sicher mitunter ein Grund. Das wäre aber interessanter. Also, liebe Zuschauer, ihr dürft wirklich fragen, was ihr wollt. Jede Frage wird auch an Ingo weitergegeben, beziehungsweise wir diskutieren diese oder ich frage sie dir und dann bekommt man eine Antwort. Also von dem her, ihr könnt wirklich fragen, was ihr wollt. Bei gewissen Fragen gibt es einfach eine Antwort wie kein Kommentar. Das ist aber auch dein gutes Recht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Clip. Ja. Und Sie stehen eher auf der Sonnenseite. Glücklicher Mensch? Ja, glücklich schon. Aber, wie soll ich sagen, im Nachhinein, wenn ich alles betrachte, bin ich immer auf der Sonnenseite gestanden. Aber ich habe natürlich auch so meine Ängste. Währenddem ich etwas mache, dass es nicht klappen kann. In dem Moment steht man irgendwie nicht so auf der Sonnenseite. Wenn man Angst hat, ist es nicht ein angenehmes Gefühl. Da hat es eine ziemlich lange Pause zwischen der Frage, bist du glücklich, und der Antwort. Bist du jetzt, 11 Jahre danach, glücklicher, weniger glücklich? Was hat sich verändert? Also insgesamt gesehen bin ich sicher glücklicher, ja. Und was hat dazu beigetragen? Das Leben ist stabiler, die Work-Life-Balance ist besser, die Ziele, die man sich gesteckt hat, sind größtenteils erreicht worden. Also das macht schon etwas auch vom Gesamtdruck. Und wenn man unter Druck steht,
dann fühlt man sich ja nicht unbedingt immer gut. Mhm. Damals, als die Sendung aufgenommen wurde, hattest du da konkrete, also warst du da voll getrimmt auf größer werden, mehr Umsatz, mehr Geld? Ja, nicht nur mehr Umsatz, mehr Geld. Einfach, dass das Ganze mit dem Unternehmen klappt und so und dass das stabil bleibt und so weiter. Gut, 11 Jahre danach ist es jetzt stabil. Und auch wenn es nicht mehr stabil ist, es spielt heute nicht mehr eine Rolle. Also dann schließt man einfach ab und das war's dann. Du bist ein bisschen distanzierter zum Business, kann man ja sagen. Nein, nicht distanzierter, aber in der heutigen Position kann ich sagen, wenn ich morgen zumachen muss, dann mache ich zu und es passiert gar nichts. Meine Kinder, die meisten sind jetzt schon volljährig und da muss ich dort auch nicht mehr schauen, bin nicht mehr so verantwortlich. Also ich muss dann nur noch für mich selber schauen, dass ich durchkomme und das geht schon. Das sollte ja funktionieren. Genau. Trotz den hohen Börsenverlusten natürlich, die man hier auch wieder mal ansprechen muss. Ja, aber die sind einkalkuliert. Nein, aber provokativ gefragt, du sprichst ja hier vom Druck, wenn du etwas Neues machst. Aber etwas Neues hat ja immer ein Risiko, aber irgendwo auch eine Chance. Aber du hattest ja durch das, dass du ja sehr früh angefangen hast mit diesem Business und auch sehr früh erfolgreich wurdest mit diesem Business, hattest du ja eigentlich, und jetzt kommt der provokative Teil, nie wirklich Geldsorgen. Nein, das hatte ich nicht. Aber es geht ja auch nicht in erster Linie nur ums Geld, sondern es geht einfach darum, man macht eine Sache und möchte, dass die erfolgreich ist. Aber ohne Gelddruck ist natürlich einfacher, das Ganze. Ja, sicher. Aber das ist der Ehrgeiz richtet sich bei mir nicht nach Zahlen, sondern dass etwas erfolgreich wird. Mhm. Gab es irgendwann einen Punkt in deiner Karriere, wo du wirklich mal schlaflose Nächte hattest, wo du dachtest, okay, jetzt könnte es aber links oder rechts gehen und wenn es rechts geht, dann haben wir ein Problem? Oder hattest du nie so solche Entscheide? Also finanzieller Art nicht, weil wenn ich etwas geplant habe, habe ich mir schon die Rechnung gemacht, wenn es nicht klappt, was passiert dann? Mhm. Es wäre dann schon weitergegangen, vielleicht einfach nicht auf dem Niveau, aber auch zufriedenstellend. Schlaflose Nächte hatte ich, aber das war 8 Jahre vor diesem Film. Was war 8 Jahre davor? Ja, da waren da die Auseinandersetzungen mit den Hells Angels und den Albanern vom Mittelland. Da hatte ich dann schon schlaflose Nächte, ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was man als Außenstehender halt nicht berücksichtigt. Dass natürlich, ich glaube, wenn man solche Etablissements aufbaut, dann nimmt man irgendwo ja auch ein Stück vom Kuchen weg. Und daher, ja, interessant. Ja, man geht eigentlich ein Risiko ein. Ein großes Risiko, vor allem in der Anfangszeit, auch für Leib und Leben. Und das Risiko wird natürlich vergütet durch das, dass man ein bisschen mehr verdient als der Durchschnitt. Mhm. Würdest du jetzt sagen, heutzutage, wenn man einen neuen Club eröffnen möchte und man ist nicht bereits im Rotlicht tätig, also komplett eine fremde Person, der Kameramann eröffnet Club 2, ist das überhaupt machbar? Von was aus gesehen machbar? Von allem. Weil ich meine, das ist ein Business, wo man ja nicht zur Bank gehen kann, um einen Kredit zu bekommen. Finanziell. Finanziell, nein, es ist eigentlich machbar. Man muss nur wissen, wie. Die Marge ist dann heutzutage natürlich wesentlich kleiner. Und von der Konkurrenz, von den Mitbewerbern ist es auch machbar, weil das ist heutzutage natürlich nicht mehr so gefährlich wie vor 20 Jahren. Okay. Ganz kurz, wenn wir im finanziellen Punkt sind, fand ich noch interessant, der Eintritt, welcher damals bezahlt wurde, ist der gleiche, der heute noch bezahlt wird. Genau. 95 Franken. Mhm. Alles wurde teurer, Ingo bleibt konstant bei 95. Du meinst teurer, was ist teurer geworden? Lebensmittel wurden teurer, Lebenshaltkosten wurden teurer, alles wurde teurer, aber der Eintritt ist seit 11 Jahren 95 Franken im Globe. Er ist eigentlich seit, einmal bin ich hochgegangen, an der Eröffnung war er 90, dann ungefähr in dieser Zeit, wo ich dann das Restaurant aufgemacht habe, das war ungefähr in dieser Zeit, dann 95,
Dann die halbe Stunde für die Girls, die ist ursprünglich 120 gewesen, jetzt ist sie bei 150. Die Lebenshaltungskosten sind teurer geworden, das heißt, ich habe weniger. Ja, also eigentlich interessant. Ich hätte jetzt erwartet, wenn der Eintritt damals 95 gewesen ist, dass er jetzt teurer ist, aber ich finde einfach so als nebenbei. Aber wir müssen natürlich sehen, dass zum Beispiel bei den Mitbewerbern der Eintritt wesentlich gesunken ist. Der ist vielleicht noch bei der Hälfte von dem, was er war zu dieser Zeit. Okay, gut, das ist natürlich noch gut zu wissen. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Video. Hinter dem imposanten Auftritt und seinen Muskeln verbarg sich vielleicht mehr als ein paar Schweizer Meistertitel im Bodybuilding. Wie viel Mal steht das auf dem Programm pro Woche? Was jetzt, Krafttraining? Ja. Krafttraining etwa dreimal, zwei bis dreimal. An dieser Stelle, wir konnten ein Foto von früher ausfindig machen, welches wir jetzt hier gerne auch einblenden. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, Bodybuilding zu machen? Auf diese blöde Idee? Hast du jetzt gesagt? Ja. Ich habe jetzt nur gesagt, auf diese Idee. Das ist so gekommen, ich hatte mal einen Autounfall, so mit 17. Und da musste ich ziemlich lange Krücken gehen, etwa 6 Monate. Und dann hat man mir empfohlen, ein bisschen Krafttraining zu machen. Und dann sind die Muskeln relativ schnell größer geworden, also überdurchschnittlich schnell. Und da habe ich gedacht, könnte ich ja mal irgendwo an einer Meisterschaft mitmachen als Junior. Das habe ich dann gemacht und habe die gewonnen. Und dann war ich schon drin. Aber Bodybuilding ist ja doch ein Sport, welches sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Nein, für mich hatte ich keinen großen zeitlichen Aufwand. Training natürlich fast täglich, aber das war es eigentlich. Ich habe mich auch von der Ernährung so nicht da dran gehalten unter dem Jahr. Einfach dann auf die Meisterschaft, ja, aber sonst gab es bei mir keine spezielle Diät. Okay. Also vielleicht für die Zuschauer noch eine Information. Ingo besitzt eine besondere Gabe, und ich nenne sie jetzt besondere Gabe. Du kannst extrem gut abschätzen, ob eine Person zugenommen hat oder abgenommen hat. Das wäre noch nicht die besondere Gabe, sondern er schafft es auch wirklich auf 100 Gramm genau das zu schätzen. Also das ist etwas, was übrig geblieben ist vom Bodybuilding, dass du immer noch darauf achtest. Also bei dir selber, ja, du hast ja vorhin gesagt, 6 Monate trainierst du ziemlich intensiv. Mhm. Du bist ja doch, wie ich dich auch jetzt wahrnehme, ziemlich ein konsequenter Mensch. Also auch was das Essen anbelangt. Also wenn ich mal anfange, Snacks zu essen, kommt direkt der Spruch, das ist absolut unnötig, was du jetzt da gerade machst. Hat sich das durchgezogen? Ja, nein, ich meine, beim Essen mache ich so, ich esse alles. Ich esse so eigentlich ungesunde Sachen am liebsten. Und wenn ich abnehmen möchte, esse ich die weiterhin einfach weniger. Ich lasse so ungefähr dann 40% stehen. Ja, das ist also vielleicht eben auch für die Zuschauer, wenn man mit Ingo zu tun hat, dann wird man darauf aufmerksam gemacht, dass diese Kalorie ein bisschen sinnlos ist. Und du ziehst es ja auch durch mit Cola Light. Ja, ich sehe keinen Sinn darin, über Getränke Kalorien zuzuführen. Dann hat man mehr noch Kalorien in Reserve für den Genuss von Lebensmitteln zum Essen. Ja, und ich erfahre auch jedes Mal immer ein bisschen mehr, weil bei der letzten Folge hatten wir hier Gummifrösche. Die sind sehr gut, ja. Ja, das erstaunt mich dann wieder, dass es etwas eben doch wieder ist. Ja, ich meine, die haben nur Zucker, sie haben kein Fett und keine Proteine und schmecken gut, weil Sachen, wo man zunimmt, sind meistens kombiniert. Kohlenhydrate mit Eiweiß oder Kohlenhydrate mit Fett, zum Beispiel Kuchen, oder? Mhm. Dann ist man natürlich kalorienmäßig wesentlich höher schon. Aber hier spricht definitiv der Bodybuilder in dir, das hast du auch Sport. Ich meine, mal abgesehen von den 6 Monaten, wo du wirklich viel intensiv Sport machst, wie viel Sport machst du denn außerhalb von diesen 6 Monaten? Ja, da gehe ich vielleicht so 2-3 Mal pro Woche im zweiten Halbjahr. Da fresse ich mich immer wieder ein bisschen an bis zu nach Weihnachten. Und dann schaue ich wieder 3 Monate, dann ist das wieder weg. Gehst du nach wie vor ins gleiche Gym? Nein, das gibt's gar nicht mehr. Aha. Das ist der Bau, der abgerissen. Aber nachdem immer noch das, also wirst du erkannt im Gym? Nein, das sind doch heute andere Generationen. Ja, jetzt werde ich erkannt wegen YouTube. Ja, ah, wirklich? Ja, wirklich. Aber die finden es noch cool, die Jungen. Ja, ich meine, wir geben hier Einblick hinein. Ich bin ganz erstaunt, wenn da jemand kommt und sagt, hey, super, YouTube-Videos und so. Ich denke dann eher, dass jemand kommt und sagt, was soll denn das? Ist ja grauenhaft.
Fühlst du dich dann unwohl, wenn du angesprochen wirst von Fremden darauf? Nein. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Heidbrink ist einer der seltenen Figuren im Sexgewerbe, die das Tageslicht der Öffentlichkeit nicht scheuen. Er hatte aber unumwunden zugegeben, dass er nur deshalb Ja zur Reportage sage, weil sie für ihn gute Werbung bedeute. Ich habe schöner eine schlechte Werbung. Aber ich mache es jetzt gleich, so gefühlsmässig. Also, bei diesem Clip kommen mir zwei Fragen auf. Und zwar die erste ist, warum haben Personen, also Clubmanager oder Leute im Rotlicht, immer Sachen an, die glitzern? Weil Thorsten hat auch immer T-Shirts an, welche unglaublich stark glitzern. Und die zweite ist, war es gute Werbung oder war es schlechte Werbung im Nachhinein? Es war super Werbung. Wirklich? Ja, sicher. Wie hast du das gemerkt? Ja, an den Zahlen, das merkt man sofort. Hattest du wirklich mehr Leute, nur weil du jetzt bei SRF Doc präsenter warst? Ja, das merkt man schon. Also das Schweizer Fernsehen, das hat schon eine Reichweite, die, glaube ich, unvergleichlich ist in der Schweiz. Was wäre denn, also ihr seid ja, was die Werbung anbelangt im Rotlicht, ziemlich eingeschränkt. Ihr dürft auf den entsprechenden Portalen Werbung machen. Zum Teil ist Plakatwerbung erlaubt, wenn sie halt nichts Anstößiges darstellt. Was denkst du, und das ist einfach eine Frage, also da musst du halt einfach irgendwas schätzen, aber was wäre, wenn ihr gleich Werbung machen dürftet wie jedes andere Unternehmen auch in der Schweiz? Also jeden Kanal, jede Tageszeit etc. hättet ihr noch viel, viel mehr Leute? Oder denkst du, nein, die Leute, die ins TUF gehen, die sind Gesetz, da kann man nicht mehr großen Wachstum erreichen. Also ich glaube, das stimmt gar nicht, was du da sagst, dass man im Fernsehen keine Werbung machen darf, weil auf Tele Zürich hatte ich mal eine große, lange Werbekampagne. Um welche Zeit? Ich würde sagen, so vor 7-8 Jahren. Also ich meine, tags durch oder nachts bei den bekannten Clips? Nein, das war schon im Tagesgeschäft. Ah, wirklich? Ja. Die haben ja immer erst, glaube ich, live angefangen um 7 oder so, oder 6. Ab dann sind die immer da zwischen den Spots gekommen. Aber das waren gute Aufnahmen vom Swiss. War sehr teuer. Der Mehrumsatz ist eigentlich für die Bezahlung der Werbung draufgegangen. Und sonst zur Werbung allgemein, es kommt natürlich immer darauf an, wenn man schon lange im Geschäft ist, jetzt zum Beispiel das Globe 20 Jahre, dann bringt die Werbung nicht mehr so viel. Mhm. Weil es halt einfach schon bekannt ist. Ja. Also ich muss mal schauen, nein, ich sehe zwar, jetzt direkt fällt mir nichts ein, wie wir diese alte Werbung herausgraben können, aber die würde ich gerne sehen. Was fand in diesem Clip statt? Sah man Frauen? Ich glaube ja, aber angezogen, so in Dessous oder so. Also ich glaube nicht, dass du das heutzutage noch machen könntest. Bin ich mir nicht sicher. Wir könnten das abklären. Aber nicht wegen der Präsentation, wo man Frauen sieht, höchstens weil es Rotlicht ist. Ja, also das wahrscheinlich... Aber ja, du kannst es ja mal abklären. Die Fragen, du hättest, bekommt bald eine Mail. Du seiest Clubbesitzer, du möchtest gern Werbung schalten. Ja, nein, du weißt nur beratende Funktionen, nicht operativ tätig. Gut. Nehmen wir den nächsten Clip. Im Flugzeug hatte er mir seine Vorstellung vom Paradies geschildert. Vom jüngsten Tag, an dem irgendeiner über ihn richten werde. Ja, so stelle ich es mir ehrlich gesagt vor, ja. Und dann? Was wird denn sein? Da habe ich das Gefühl, dass ich noch über die Latte komme. Was heisst das konkret? Ja, eben, dass ich den Sprung nicht mit Bravour schaffe, aber ich schaffe. Ins Paradies? Ja. Bist du nach wie vor der Meinung, dass du den Sprung nicht mit Bravour, aber du würdest ihn schaffen? Ja, das denke ich schon, ja. Ich glaube, ich schaffe ihn momentan sogar ein bisschen besser als damals. So rein gefühlsmäßig. Und jetzt kommt eben die interessantere Frage. Was hat dich denn damals bewogen zu sagen, es wird knapp mit dem Sprung? Ich meine, du identifizierst dich ja 100% mit deinem Unternehmen. Du stehst ja dazu, das ist ja nichts Verwerfliches. Aber was hat dazu geführt, dass du nicht sofort gesagt hast, ja 100%? Ja, da muss man das ganze Leben betrachten, wo man geführt hat. Da habe ich halt auch gesündigt. Jetzt wird's aber interessant.
In welcher Art denn? So wie du auch. Ich? Ja, das hat nicht nur mit dem Rotlicht zu tun, die Sünden, wo wir begehen. Okay, aber jetzt wird uns. Das heißt also, dein Leben war schon vor dem Rotlicht eigentlich bewegter? Nein, das hat nichts mit bewegt zu tun. Sünden zu begehen, ist das bewegt? Nicht unbedingt. Nein, aber natürlich, wenn man jetzt eine Person aus dem Rotlicht hat, welche solch eine Aussage trifft, glaube ich, dass die meisten Personen dies direkt auf das Rotlicht beziehen. Aber, oder ich frage anders. Nur auf das Rotlicht bezogen, wäre der Sprung dann definitiv leichter. Hast du dort ein absolut reines Gewissen? Nein, ich glaube, wenn man das Rotlicht betreibt, dann bekommt man dort in der Gesamtabrechnung, in der Bilanz ein Minus. Da muss man sich an anderen Orten moralisch besser verhalten. Das ist eine interessante Aussage. Das hast du so durchgezogen? Das habe ich so durchgezogen, ja, da bin ich überzeugt, ja. Gut, dann hoffe ich, dass für dich natürlich, dass das Minus nicht zu groß ist in der Bilanz, aber... Das sehen wir dann. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, das ist das Problem. Genau. Gut, gehen wir weiter. Heidbrink verspricht sich von diesem Club viel für die Zukunft. Gäste aus dem süddeutschen Raum sollen bald hier ein- und ausgehen. Also vorweg, wir waren vor ein paar Tagen im History, zum ersten Mal, weil wir haben da ein paar Außenaufnahmen gemacht. Es ist für mich wirklich amüsant, wenn ich diese Bilder sehe und den Club vor 2-3 Tagen, es hat sich nichts verändert. Ja, was soll sich denn verändern? Nein, aber ich finde es interessant, dass sich wirklich alle anderen Geschäfte oder Etablissements etc. müssen immer sich wieder ein bisschen neu erfinden. Aber ist es so im Rotlicht? Wenn man mal den richtigen Weg gefunden hat mit einem Club, dann kann man ihn einfach so laufen lassen. Also natürlich nicht vom Personal her, ich meine jetzt wirklich von den Räumlichkeiten, von der Idee dahinter etc. Also von den Räumlichkeiten ändert sich ja nichts am Geschäft. Ja. Ich sage ja immer, die Hardware, also die Einrichtung, die spielt eine Rolle von maximum 5%. Also man muss schon schauen, dass alles instand gehalten wird oder so. Aber da alle 5 bis 10 Jahre einen neuen Club zu bauen, so wie bei einer Diskothek, ja, das bringt gar nichts. Das wäre Geld zum Fenster rausgeschmissen. Okay. Hat sich's gelohnt, das History? Ich meine, ich glaube, im Clip war ja kaum ein paar Wochen offen, wenn ich mich täusche. Das war ziemlich neu, ja. Das History war ein gutes Geschäft oder ist immer noch ein gutes Geschäft, aber kein sehr gutes. Okay. Und was mich interessieren würde, er sagte der Reporter, dein Ziel ist ja da auch aus der nahen deutschen Grenze Kunden zu bekommen. Mhm. Wieso nicht den Schritt über die Grenze machen? Deutschland warst du ja nie. Aber das glaube ich, das habe ich schon erwähnt. Du hast mal kurz erwähnt. Nein, aber die Zuschauer haben es noch nicht gesehen. Es ist einfach, wenn man in Deutschland so etwas betreibt, dann wird man unweigerlich kriminell. Mhm. Weil man ja kriminell angegriffen wird und die einzige Antwort wäre, kriminell zurückzuschlagen. Darum käme es für mich nicht in Frage, in Deutschland dieses Geschäft zu betreiben. Das war immer der Grund. Also das verstehe ich, das hat mir auch damals so, also in einer Folge genauso besprochen. Mhm. Hat dich aber nie, vergessen wir jetzt mal die kriminellen Strukturen, hat es dich nie gereizt, noch größer zu werden? Ich meine, du wirst ja hier als Bordellkönig der Schweiz bezeichnet. Hat dich das nie gereizt, Bordellkönig von Europa bezeichnet zu werden? Nein, die Bezeichnung nicht, aber es hätte mich schon gereizt, auch im Ausland aktiv zu werden. Aber eben aus den genannten Gründen lieber wollte ich das nicht. Okay, gut. Dann kommen wir zum letzten Clip. Mhm. Was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist wieder das Gewinnspiel. Das machen wir am besten jetzt direkt. Dort ist die Kamera. Ja, also liebe Zuschauer, wie jedes Mal auf das-imperium.ch könnt ihr 30 Minuten Gratis-Service gewinnen und einen Gratis-Eintritt. Jeden Tag ein Gewinner in einem Club eurer Wahl. Daher mitmachen lohnt sich definitiv. Dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Clip. Ihre Frau nimmt ja weiß ja genau, was sie machen. Wie ist es mit ihren Kind? Ja, die sind jetzt noch zu klein. Das sind eigentlich alle noch zu klein, die haben jetzt noch nie so genau gefragt oder so. Haben Sie irgendwie Respekt vor dem Moment, wo Sie kommen fragen, Papi? Wieso haben wir so ein schönes Auto? Nein. Wieso soll ich Respekt haben? Ja, plötzlich müssen Sie irgendwie rausrücken, in welchem Business Sie tätig sind. Ja, ich mache das aus Überzeugung.
Und für das schäme ich mich auch nicht. Auch vor den Kindern. Kein Problem. Kein Problem. Hat das Gespräch dann irgendwann stattgefunden? Das Gespräch? Also kam die Frage, Papi, mit was verdienst du das Geld? Ja, das hat sich dann irgendwie so herauskristallisiert. Das wissen jetzt natürlich alle. Ich meine, die sind die über 20 sind. Die sehen ja auch die YouTube-Filme und alles. Wie war denn damals die Reaktion? Wann? Als sie langsam verstanden haben, in welchem also in welchem Bereich du tätig bist? Ja, also es kommt immer darauf an, welches man von den Kindern fragt. Die sind ja nicht alle gleich. Mhm. Da gibt es zwei, die studieren Jura, die finden es eher ein bisschen fragwürdig. Okay. Aber ist kein Problem für mich. Ich meine, das ist mein Leben. Dann die Älteste, die hat überhaupt kein Problem damit. Mhm. Und dann die zwei Kleineren, die sind noch nicht so weit, dass die da Einblick haben oder das verstehen. Gab es nie Probleme mit dem Umfeld der Kinder? Doch, doch, gab es auch schon. Hat ja eine auch in dem Interview erwähnt, da in der Sonntagszeitung. Ja. So gab es schon so in der Schule vielleicht mal Bemerkungen oder so. Aber sonst eigentlich nicht. Also von dem her eigentlich alles glücklich verlaufen? Man kann nicht sagen glücklich. Ich meine, da, dort wo ich wohne, da kennt man sich untereinander. Und dann schätzen mich natürlich die Leute anders ein, wenn sie mich persönlich kennen, oder? Mhm. So im Dorf und in der näheren Umgebung. Dann gibt es auch weniger Kritiken, weil die dann sehen, ja, er ist zwar im Rotlicht, aber sonst ist er ganz normal wie wir auch. Das finde ich auch interessant, weil dort, wo du wohnst, würde ich jetzt sagen, ist ja eine ziemlich gute Gegend. Und du hast ja auch Nachbarn, welche Unternehmer sind etc. Mhm. Da passt du eigentlich als Person, ja, also als Ingo privat sicherlich gut rein, aber geschäftlich rotes Tuch eigentlich. Also alles Unternehmer. Ja, eigentlich schon, aber ich habe es eigentlich mit allen gut. Auch mit sehr konservativen Schweizern läuft das bestens. Das ist interessant. Mhm. Bist du denn geschäftlich und privat so unterschiedlich? Wieso, wie bin ich denn geschäftlich? Dass du einen Schluss auf das Private ziehst. Geschäftlich bist du ja ziemlich tough. Du sagst, was du willst und du sagst noch bestimmter, was du nicht möchtest. Ist der Ingo privat genauso durchsetzungs- oder ist er lieber? Netter. Nein, netter nicht. Netter ist der falsche Begriff. Also ich würde sagen, privat sind die Leitplanken weiter auseinander. Mhm. Da toleriert man bei den Menschen viel mehr. Die dürfen sich auch gerne daneben benehmen und so, solange es noch in einer breiteren gefassten Straße abläuft. Und geschäftlich kommen dann die Leitplanken einfach näher zusammen, weil das so sein muss. Gut, du hast ja auch einige Mitarbeiter. Ich glaube, wenn du da die Leitplanken zu breit, also ja, du kannst ja nicht physisch überall gleichzeitig sein in deinen Clubs. Ja. Das heißt, ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen unterscheiden können. Wobei ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht besonders streng bei mir. Ich bin mich aus meiner Generation, also und vor allem aus der meiner Eltern, war das völlig normal, wie das jetzt abläuft. Also. Okay. Was bringt dich privat auf die Palme? Privat? Eigentlich nicht mehr viel. Fällt mir nichts ein. Okay. Da bin ich ganz entspannt. Okay, gut. Ja. Außer du hättest ein paar kritische oder Anhaltspunkte, die dich interessieren würden. Ich werfe mal den... Was würde dich zum Beispiel auf die Palme bringen, wenn die Freundin fremd geht? Ja, das definitiv. Siehst du, das finde ich auch nicht so schlimm. Gut, das hat wieder ein bisschen mit der Lebenseinstellung zu tun. Aber bei dir, was ich definitiv als Punkt bringen würde, was dich, sagen wir mal, unglücklich stimmt, ist Unpünktlichkeit. Ich glaube, das ist ein Punkt, das ist dir wichtig. Ja, man sagt ja, die Pünktlichkeit ist die Tugend der Könige. Ja. Und ich sehe es einfach ein bisschen als Respektlosigkeit an. Mhm. Würde ich mal sagen, im privaten Bereich, wenn jemand zu wenig Respekt hat, das würde mich noch wütend machen. Okay, das ist ein interessanter Punkt. Gut, ich glaube, wir sind mit den Clips durch. Gut, ja. Ich hoffe, wir konnten den Zuschauern ein paar Einblicke 11 Jahre danach geben. Mhm. Also grundsätzlich für mich
du ziehst es so durch wie auch vor 11 Jahren, man kann es nicht anders sagen. Nein, ich habe schon ein bisschen zurückgesteckt. Ich bin gespannt, in 11 Jahren, ein 22 Jahre danach Video, das wäre noch witzig. Mal schauen, was sich dann verändert. Witzig wäre es sicher, ja. Ja, doch. Ich persönlich kann mir nicht dich im Ruhestand vorstellen. Kann ich einfach nicht. Ich glaube, das ist dein Baby. Ich mich schon. Aber? Es ist eben so, als Unternehmer, entweder behält man die Übersicht oder man verkauft das Ganze. Zwischendurch gibt es aus meiner Sicht keine Alternative. Also so etwas zwischendurch da so, das geht nicht. Das wäre so halbpatzig. Aber das Imperium zu verkaufen wird wahrscheinlich schwierig. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Weil wenn ich denke, wenn man jetzt ganz kleine Teile machen würde, also jetzt zum Beispiel Aktien, mit einem kleinen Nennwert, und das an alle Gäste, es gibt ja viele Gäste in der Schweiz, verkaufen würde, das wären dann, ich weiß auch nicht, vielleicht so 1000, 2000 Partizipationen. Das ginge doch. Und dann hätten sie noch eine tolle Rendite und könnten sagen, ich bin an einem Club beteiligt. Also ich glaube, so privat, auf privater Basis könnte man das machen. Ich habe das auch schon angedacht. Aber da ich ja so junge Mitarbeiter habe noch, muss ich ja auch schauen, dass die noch was zu arbeiten haben, wenn ich dann nicht mehr aktiv bin. Ja, und ich glaube, auch wenn Gäste die Eigentümer der Clubs sind, ich glaube, das Flair würde mit der Zeit verloren gehen. Kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Gut, Ingo, vielen Dank für die Antworten. Gern geschehen. Liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, was für Folgen uns in Zukunft erwarten. Genau. Danke und tschüss.